Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play Projekt. Das ist ein Projekt, das mir persönlich sehr viel Spaß machen wird, denn es ist ein sehr altes Spiel, was wenig mit dem Spaß zu tun hat, aber egal, es heißt Neighbors from Hell bzw. Böse Nachbarn und es ist ein Spiel, das ich in meiner Kindheit bestimmt 10-mal durchgespielt habe. Ich habe es gestern auf Steam gefunden und dachte sofort, hey, das schmeißt du nochmal an für 2,99, ist ja gerade Holiday Sale gewesen. Das ist gerade der 1.1.2015 im Übrigen. Ich habe früher mit meiner Schwester aufgespielt, ich stelle mal Grüße. Ja, es unterstützt einen total kindlichen Humor. Deswegen, ja, und wir werden uns mal einfach mal angucken. Ich werde die Tutorials mal nicht spielen, denn wie gesagt, ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt, dass ich mich wahrscheinlich sowieso an mehr als die Hälfte erinnern werde. So, Play Episode 1. Ich erkläre es beim Spiel. So, das ist das Ganze ist wieder eine Fernsehshow gehalten, wie wir hier sehen. Also quasi so ein seitlicher Sitcom-Aufschnitt, sag ich mal. Da ist der Nachbar. Ja, da sind wir. Unser Name ist die Woody, falls ihr uns noch nicht erwähnt habt, und wir können uns dann hier so umgucken. Wie kommt mir das Ganze ein bisschen laut vor? Ja, ich weiß, das ist bei Fraps immer so. Aber ein kleiner Ticken geht schon noch. Komm, sag, gib es mir. So, dann gibt es immer so Standardsachen, die man durchsuchen kann. Hier zum Beispiel die hier. Da haben wir dann ein Furzkissen und Kleber. Er möchte jetzt spannend gehen. Dann könnten wir jetzt in der Zeit natürlich die Zeit nutzen, um mal hier vorne zu gehen und seine Antenne, glaube ich, war das, zu verwurschteln. Ja. Und das Furzkissen können wir auch. Gehen wir deshalb mal unten in den Schrank. Ich glaube, er kommt unten eh nicht vorbei. Er ist gerade hier oben gespannert. Aber dann können wir schon mal hier hochgehen. Wir dürfen natürlich nicht, und ich mache es noch leiser, nicht gleichzeitig mit ihm in einem Raum sein. Das ist klar. Jetzt hat er das gerade gemerkt und jetzt repariert er seinen Fernseher. Aber wir haben keine Zeit, dazu zu gucken. So, wir benutzen erstmal das hier, den Superkleber, machen den daran fest. Und dann machen wir noch fix das hier. Irgendwas hat er gerade gemerkt, dass das Furzkissen noch drauf lag. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die, ich will mal Killcam sagen, ob ihr die Streichelcam haben möchtet. Die fokussiert automatisch auf ihn. Ist beim Spielen manchmal ein bisschen schwieriger, weil ich dann so rausgerissen werde, aber das kriegen wir schnell hin. So, ich habe alle Streiche platziert, 4 von 4, oder 2 von 4, aber hier liegen ja noch 2 hinten. Und wir haben 48% Einschaltquote, da gibt es immer ein Maximum. Und für jeden von diesen Ausrastern bekommen wir nochmal extra Punkte. Das heißt quasi so Killstreak, sage ich mal. Das heißt, das erkläre ich euch jetzt gleich mal. Er sieht hier das Ei in der Mikrowelle. Dieses Meter regt sich auf, also dieses Meter geht hoch. Streichometer, Aufregometer, Rageometer, nennen wir es Rageometer. So. Und jetzt nimmt man dieses Ding und spannert wieder und merkt, dass da Kleber dran war. Das meinst du, da kennst du auch Humor. Aber ich find's irgendwie awesome. Und kann man sich für 2 oder 3 Euro tatsächlich mal gönnen, 2 Spiele. Ne? So, wir haben alle 4 Spiele und wir haben 95% Einschlagquote. Das ist doch schon mal etwas. Das Ziel ist es, also ich, hier war es 50, aber um diesen Haken mit dem Kreis drumherum zu bekommen, das heißt, dass man die quasi wirklich abgeschlossen hat, muss man mindestens 90% bekommen. Kriegen wir das hin? Ja, kriegt man ganz einfach. So, ich werde mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, um zu gucken, ob das mit den Audio-Einstellungen hinaus, denn ich musste hier richtig viel rumprobieren, bis ich das Spiel nicht aufnehmen konnte, weil das läuft weder auf OpenGL noch auf DirectX und was anderes nimmt Fraps nicht auf, deswegen musste ich da ein bisschen an der Echse rumfummeln. Also, gar nicht Echse ist das gar nicht, auf jeden Fall in den Skript von dem Spiel. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen. So, ich habe es ein Ticken leiser gestellt, das Spiel. Und wir gucken uns mal den TV-Nachmittag an. Da müssen wir 55% machen und mindestens 5 Minuten Zeitlimit haben. Wir können uns die Zeit auch selbst einstellen, also die Schwierigkeit meine ich, ob ich das Zeitlimit haben möchte, das habe ich in dem Fall angestellt, weil das macht es ein bisschen interessanter. Sonst könnte ich hier Jahre rumstehen. Plan ist so, dass eine Folge 2 bis 3 Episoden hat. Später werden die Episoden länger, weil das Haus größer wird und sowas. So, wir gucken erstmal wieder seinen Tagesablauf an, in der Zeit, wo wir Sachen sammeln. Eine Säge, okay. Er guckt erstmal Fernsehen hier auf seinem Sessel, deswegen wahrscheinlich TV-Nachmittag. Und das Klopapier, das kenne ich auch schon. Das sind so ein paar Klassiker, die kommen fast jeder Folge vor. Okay, das ist Abführmittel. Ah, okay, ich verstehe. Das ist doch Laxativ, oder? Laxativ must be disinfected. Das müsste Abführmittel sein. Das heißt, er geht erst hier runter, wenn ich ihm das Abführmittel gebe. Dann kann ich ja schon mal hier unten theoretisch alles vorbereiten. Das sieht lecker aus. Oh ja. Dann gehen wir mal hier nach oben. Dann müsste hier wieder das obligatorische Ei drin liegen. Ja, tut's auch. Dann nehmen wir erstmal hier das hier. Jetzt muss ich das Ei auch noch schaffen. Jetzt habe ich die Killstreak, sag ich mal. Komm, mach hin, Woody, mach hin, Woody. Lauf, 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 lauf. Alter, das war knapp.
Oh ne, wir laufen mal schnell nach oben. So, jetzt regt er sich das erste Mal auf. Und dann haben wir wieder quasi unsere Killstreak hier am Start. Jetzt haben wir eigentlich Zeit. Das Ding dauert nämlich, glaube ich, eine ganze Weile. Ja, es dauert. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Er geht auch wieder hierher. Alter. Lauf, Woody, lauf. Hier oben hin. Dann warten wir nämlich mal direkt hier an der Tür. Jetzt hat er es auch gemerkt. Leider kein Ausraster. Schade. Das Rageometer hat sich schon wieder gelockert. Oh, das sind Bilder von seiner Familie oder sowas. Später kommt auch noch sowas wie Haustiere dazu. Das ist auch ganz cool. Das werde ich euch dann zeigen. Und jetzt hat er gerade gemerkt, dass das Klopferstopf da, nachdem er doch schön einen doch abgeseilt hat. Schön. So will man das doch haben. So, jetzt schalten wir noch was mit seinem Fernsehempfang. Machen wir mal fix eine Schleife draus. So, jetzt, wo geht er jetzt hin? Jetzt geht er sich ein Bier holen. Okay, sobald er da oben drin ist, gehen wir hier unten hin. Weil das Bier bleibt ja mit Abführmittel. Wir haben ja alle versaut, nicht nur eins. Und dann haben wir schon alle Streiche, ne? Boah, ist der Fernseher laut. So, ab runter. Ihr seht auch hier, die Türen sind noch verschlossen. Da geht es noch zum Keller runter und da oben noch eine Etage mit drei Zimmern und sowas. Das ist ganz cool. So, aber ich glaube, das war nicht perfekt. Wir hätten das hier zuerst machen müssen, dann das da hin. Das wäre, glaube ich, vom Rageometer her besser gewesen. Und ich könnte mal sagen, ob den Unterschied mein Team normalerweise mit 40 FPS auf ist, habe ich gerade 60 eingestellt. Aber dem Spiel bietet sich gesagt noch an, ich habe hier 200 FPS und das ist halt logisch irgendwie, ne? So, wir haben es geschafft mit 97%, das heißt, wir hätten einen Ausraster mehr haben können. Die bringen nämlich immer 3%. Ja, aber ich würde sagen, eine Runde geht noch. Und zwar Birthday Surprises. Oh, er feiert Geburtstag. Mit seinem einzigen Freund, sich selbst. Das weiß ich noch. Ich habe gestern nämlich in Display reingeguckt, ob man das auch irgendwie auch nehmen kann, hat mich interessiert. Und dann war auch die Folge. Und da stand das halt drin. Der hat das auf Deutsch. Ich kann es ja nicht umstellen, weil es halt auf Steam nur diese Version gibt. Aber das macht nichts. Die meisten von uns sind ja des Englischen mächtig. Und demnach... Oh, das war aber eine Menge. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste er jetzt gleich runtergehen, um Briefe zu öffnen. Ja, genau. Und da können wir ihm nämlich diese Ding, glaube ich, reinpacken, die Mausefalle, damit er sich wehtut und dann muss er sich nämlich ein Pflaster holen von hier. Und ich glaube, vorher kommt er hier nämlich gar nicht rein. Weil teilweise sind das halt echt so Sachen, die man, womit man einen halt umlenken muss quasi. Jetzt geht er nämlich wieder nach oben und macht das andere. So, mit dem Filzchip, das haben wir schon im Tutorial gelernt, das ist genau wie das Klopapier, ein Running Gag. Der geht immer, sagst du? Der geht immer. So, packen wir da fix das Ding rein, damit wir auch hier die richtige Killstreak am Start haben, weil hier kommt er dann auch nicht mehr vorbei. Und vor allem, das macht er nur einmal, weil danach ist die Mausefalle weg. Das ist ja nicht so wie mit dem Abführmittel, dass er die ganze Zeit hat. So, was... Ich hab's euch schon gedacht, was wir mit dem Böller machen. Natürlich, der kommt in den... in die Kerzensprung rein, weil er sich immer eine neue Kerze hier reinsteckt. So, und dann packen wir das Ei da rein. Und jetzt hat er seine Mutter gerade erkannt, mit diesem schönen Schnurrbart-Totenkopf, das was auch immer ist. Also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es eine Mastisch. Hammergeil. So, und ich glaube, er reißt da gleich nochmal aus, weil er hier richtig schön über seine eigene Seife fallen wird. Oh ja. 3% für uns, mein Freund. Und knack. Pass lieber auf, es gibt einen Bandscheibenvorfall. Vielleicht habe ich die Folge schon noch heute raus. Ich habe eine ganze Weile nichts rausgehauen. Tut mir dann sehr leid, Jungs und Mädels natürlich. Ich habe ca. 17% weibliche Zuschauer. Das ist tatsächlich ziemlich viel für einen Let's Play, habe ich mir sagen lassen. So, er gönnt sich ein Pflaster. Und er macht sich dann mal fix da oben hier ein Teil, ne? Aber, also, ich muss ja sagen, ich habe Nachbarn... Einer von diesen Nachbarn hat uns mal Silvester gegen 18 Uhr angezeigt, weil wir geknallt haben. Silvester, also nicht dieses Jahr, aber... fand ich hart lächerlich. Diese Nachbarn mag ich auch dementsprechend gerne. Die andere Seite ist eigentlich ganz cool und mit denen verstehe ich mich ganz gut. Wie sieht denn bei euch so aus? Mögt ihr eure Nachbarn oder nicht? Oder kennt ihr die überhaupt? Kann ja sein, dass man die überhaupt nicht kennt. Und weil das ist natürlich immer ein Unterschied, ob man jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt oder ob man in einem, halt in einem einzelnen Haus wohnt. Das wir ja tun. So, dann haben wir gewonnen mit 97%. So, okay, haben wir geschafft. Hier wollen wir es bei 3 Episoden pro Folge belassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Quote. Ihr seht, wir haben jetzt schon quasi die nächste freigeschaltet, weil wir nur 3 Wins dafür brauchten, aber wir wollen ja hier voll machen, ne? Klar.
Und ihr seht, es dauert noch nicht so lange, denn das sind wirklich alle Spiele. Also das heißt diese, deswegen wollte ich auch mal drei, eine Folge, drei zweite, dann drei, drei und dann die letzten zwei, weil das sind immer, die werden immer länger zum Ende hin. Kriegen wir schon irgendwie so hin, ne? Also, schreibt mir eure Meinung von dem Spiel in die Kommentare. Es ist persönlich eines meiner absoluten Lieblingsspiele als Kind gewesen. Und wir haben auch irgendwo noch CD rumflacken, ich weiß noch nicht mehr wo. Aber die war auch so misshandelt von uns, dass die, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ja, wie gesagt, ich werde Teil 1 und 2 Let's Playen. Das ist, wie viele Leute sich das angucken, ist dann deren Sache. Aber ich persönlich finde es halt ziemlich awesome. Und mir gefällt halt der Humortyp. Jo, ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch einen wunderschönen Resttag und wie immer bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid ein bisschen netter zu eurem Nachbarn. Ciao, ciao.